in den kleinen, lauschigen Ecken, die so eine Buchmesse überhaupt bieten kann, im hinteren Bereich des S. Fischer Verlages, spreche ich jetzt mit Harald Welzer. Hallo, Herr Welzer. Hallo, Tag. Selbstdenken heißt Ihr Buch, das, glaube ich, im Frühjahr schon erschienen ist, also gar nicht so zur Messe jetzt rausgekommen ist, aber schon in der vierten Auflage, zumindest war es die, die ich gelesen habe, erschienen ist. Es ist eine Anleitung zum Widerstand. Das klingt ja irgendwie zunächst mal ja, sehr böse. Und Sie nehmen ja auch den Leser erstmal ganz schön ran. Ja, also weil der Widerstand, über den ich da spreche, ist ja einer, der zunächst mal auch sich gegen sich selber richtet. Ja? Also es ist ja eine Aufforderung, sich nicht blöder zu machen, als man eigentlich sein könnte. Und insofern ist das Widerstandsbild, was hier entfaltet wird in dem Buch, fängt erstmal damit an, sich selber ernst zu nehmen. Das heißt auch, bestimmte Dinge nicht mitzudenken, wie sie offiziell oder von allen gedacht werden, um daraus dann praktische Strategien auch abzuleiten, wie man sich zum Beispiel gegen Hyperkonsum widerständig verhalten kann, wie man sich gegen Zumutungen widerständig verhalten kann, wie man beginnen kann, Wege zu suchen, um zu einer anderen Form von Gesellschaft und anderer Form von sozialem Verhalten zu kommen. Also das sind auch die zweiten Hauptkomponenten, Sie sagen das soziale Verhalten, aber dem liegt eben zugrunde die Ökologie und letztendlich die Zukunft der Welt. Ja, das ist so das ganz Große im Hintergrund. Aber das, ich bin ja nun überhaupt kein Freund dieser Apokalypse-Rhetorik und dieser ganzen Weltuntergangs-Rhetorik, weil die ist selber schon Teil eines Problems, wo man im Grunde genommen so einen Popanz aufbaut, der so groß ist, dass scheinbar individuelles Handeln und individuelle Lebensveränderung dann viel zu klein sind, als dass man gegen dieses große apokalyptische Szenario was ausrichten könnte. Das Ergebnis davon ist natürlich, naja, damit rettest du die Welt nicht, wenn du jetzt irgendwie aufhörst zu fliegen oder einen Gemeinschaftsgarten gründest oder eine Genossenschaft oder so. Deshalb lohnt es sich nicht, das zu machen. Deshalb kannst du auch so weitermachen wie bisher. Ja? Deshalb machen auch alle weiter wie bisher, obwohl sie sehr gut sind in der Besorgnisrhetorik und in der Mitteilung, dass der Klimawandel fürchterlich ist oder sonst was. Ändert aber nichts an der, ich nenne das ja mentale Infrastruktur, ja? Also sozusagen alles genau so zu machen, wie es eben mainstreammäßig vorgegeben ist. Das heißt, ein großes Auto fahren, obwohl es völlig sinnlos ist, Fernreisen zu machen mit dem Flieger, obwohl das völlig sinnlos ist, Produkte zu kaufen, Fernseher mit 140 cm Bildschirmdiagonale, sich in 12 Quadratmeter Zimmer zu stellen, sodass man eigentlich in den Garten gehen muss, um das Bild scharf zu sehen. Das ist ja alles das, was Leute tun und das mitmachen, obwohl sie eigentlich was ganz anderes machen können. Sie beschreiben auch, dass Menschen da sehr gut in der Lage sind, auch auf zwei Ebenen zu leben und zu denken. Also gerade solche großen Autos und großen Fernseher und tollen Handys kaufen auf der anderen Seite dann auch das Ökoprodukt, weil damit rettet man die Welt, was ja in gewisser Weise ja, Widerspruch ist, aber je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, macht man das eine und das andere. Naja, das große Problem, darüber schreibe ich ja auch in dem Buch, also in der ersten Hälfte gewissermaßen der Leserbeschimpfung, dass die ist ja nicht nur eine Leserbeschimpfung, sondern auch in gewisser Weise eine starke Kritik an der Ökobewegung, wo sie nämlich hingekommen ist, sich nämlich auch total gemainstreamt hat und der Auffassung ist, dass die Probleme, die wir haben, lösbar wären, vor allem durch Technologie und Steuerung. Ja? Also die Fiktion zum Beispiel, die dann von dem A++++-Kühlschrank ausgeht, dass wenn man sowas macht oder ein Hybrid Porsche Cayenne sich kauft oder sonst was, dass man den Beitrag schon geleistet hat, dass die Welt nicht weiter zerstört wird. Und nichts könnte falscher sein, weil selbst wenn diese Fahrzeuge oder diese technischen Geräte effizienter sind, kosten sie einen enormen Aufwand, sie herzustellen, inklusive aller Transportaufwände, die Zusammenführung der Teile, also alles das, was in dem Produkt nicht mehr sichtbar ist. Und gleichzeitig wird aber auch durch den Öko-Hype oder diesen Effizienz-Hype natürlich werden die Produktzyklen ja kürzer, weil ständig noch ein besseres Gerät rauskommt. Das ist so wie mit den iPhones oder sowas, dieses ständige Anfüllen des Marktes und das Nötigen der Leute, dann das nächste gleich wieder zu kaufen. Das erklärt ganz
ganz einfach, dass wir trotz super grünem Bewusstsein jedes Jahr ein neues Rekordjahr im Material- und Energieverbrauch haben. Daran hat sich ja nie was geändert. Die Geschwindigkeit steigert sich. Und das sind so Dinge, wo ich finde, da kann man tatsächlich sich selber ernst nehmen und sagen, warum soll ich den Scheiß denn mitmachen? Ich behalte doch lieber meinen alten Kühlschrank, weil das in der ökologischen Gesamtbilanz immer noch besser ist, als jetzt den sogenannten Top-Runner zu kaufen und so. Ja. Sie beschreiben ja, also Sie beschimpfen erstmal den Leser und dann beschreiben Sie mögliche Szenarien sowohl als auch, also die, ja, das einfach mal zu erkennen, dann auch Genossenschaften oder Gemeinschaften zu gründen, aber glauben Sie denn, die ganz profane Frage, dass man mit einem Buch, mit Büchern tatsächlich die Welt ändern kann, dass man Menschen zum Umdenken bewegen kann? Ja, man soll das ja nicht alles so klein machen. Denken Sie an soziale Bewegungen, wie beispielsweise die Bürgerrechtsbewegung in den USA. In dem Augenblick, wo so Dinge entstehen, sind die total popelig klein. Ja, und die Leute, die das machen, die sich auf diesen Weg begeben, kriegen genau das gesagt, ihr werdet das nicht verändern. Ja, das ist so, das braucht ihr gar nicht erst anzufangen. Das ist der eine Punkt. Natürlich muss man anfangen und natürlich wird man dann sehen, was daraus passiert. Es gibt keinen Garantieschein, dass man eine soziale Bewegung tatsächlich lostreten kann. Aber wenn man nicht beginnt, wird es ganz sicherlich so sein, dass es nichts wird. Also muss man beginnen und dann gibt es doch eine erstaunliche Entwicklung. Zweiter Punkt dazu, kann man auch bei dem Thema Bürgerrechtsbewegung in den USA bleiben. Wenn man eine Figur wie Martin Luther King hat, der eigentlich eine Geschichte erzählt über sich und den Traum, den er hat, dann ist es eine Geschichte, die wahnsinnig stark ist. Ja? So klein, ist ja eigentlich total popelig. Ja? Ich habe einen Traum, ich stelle mir das und das vor. Total popelig, das ist eigentlich nichts. Aber als Geschichte, die man öffentlich vorträgt, ist es plötzlich wahnsinnig stark. Und wir setzen ja, und ich in dem Buch auch auf das Medium der Geschichte, des Geschichtenerzählens und auch des Gegengeschichtenerzählens zu dem Bestehenden. Und ich glaube, dass das nichts Kleines ist, sondern ich glaube, und das zeigt auch die Erfahrung mit diesem Buch und mit der Stiftung, die wir gegründet haben, dass die Sogwirkung, die dadurch entsteht, dass man sagt, man kann auch die Wirklichkeit ganz anders beschreiben als die FDP oder irgendjemand anders, ja, oder eben Steve Jobs oder sowas. Man kann eine ganz andere Beschreibung der Wirklichkeit machen, man kann auch mitteilen, es kommt auf ganz andere Dinge an. Und wenn die Geschichte gut erzählt ist, dann entfaltet die auch Kraft. Und von solchen Phänomenen gehe ich aus und da habe ich eigentlich ein ziemliches Vertrauen, dass das funktioniert. Das Buch zeigt das übrigens auch, also die Resonanz auf das Buch. Wobei ich immer so einen Eindruck habe, die Leute reagieren eigentlich erst, wenn sie irgendwie selbst unter irgendetwas leiden. Sprich, das Konto wird geringer durch irgendetwas oder man spürt vielleicht irgendwie Dinge körperlich. Das ist ja bei dem Thema dann doch recht schwierig, weil klar, man kann von der größeren Ozonloch, von den Regenwäldern in Brasilien und sonst wie sprechen, die abnehmen. Aber eigentlich betrifft es mich ja nicht. Ist es da im Kern nicht schwieriger? Das Gleiche haben wir auch bei der NSA-Späh-Affäre. Eigentlich eine schlimme Sache, aber die meisten Leute betrifft es ja nicht wirklich so, dass sie es merken. Ist es nicht ähnlich auch bei diesem Thema? Nee, weil wir drehen ja die Kommunikation um. Wir würden ja zum Beispiel sagen, wir sind extrem daran interessiert, dass Städte autofrei sind. Aber nicht deswegen, weil man die negative Begründung hat, es gibt zu viel CO2. Das ist zwar auch ein Aspekt, aber das kann ja gar nicht der Grund sein, weshalb ich mein Leben verändere oder meinen Einflussbereich anders nutze. Das heißt, eine autofreie Stadt ist hinsichtlich der Lebensqualität ein Wert an sich, ganz unabhängig davon, ob ich noch eine negative Begründung habe. Das ist ja der Dreh. Und die Geschichten, die in dem Buch erzählt werden, im zweiten Teil, der dann ja sozusagen sich gewissermaßen beim Leser entschuldigt, ja, dass er vorher beschimpft worden ist und sagt, okay, wir gehen jetzt auf dieselbe Seite. Und wir erzählen uns jetzt Geschichten darüber, was man eigentlich machen kann in der Gesellschaft, in der man angeblich nichts machen kann. Und dann gibt es ja die Beispiele von Leuten, die ein Unternehmen vollkommen unkonventionell führen, also wie der Schuhfabrikant, der entgegen alle betriebswirtschaftliche Vernunft das Gehaltsgefüge umdreht, selber am wenigsten verdient im ganzen Laden, der extrem teuer einkauft, weil er versucht, alles aus der Region zu kriegen,
der mit den Biobauern in der Umgebung Verträge macht, damit seine Leute, die bei ihm arbeiten, was Anständiges zu essen kriegen. Also alles absurd, scheinbar absurde Sachen und damit einfach was wahnsinnig Interessantes macht, indem er einen völlig neuen Weg aufzeigt, wie man heute ein Unternehmen auch führen kann. Ja? Und das sind ja Geschichten, die einen Wert in sich haben, indem sie einfach mitteilen, das ist gar nicht erstens unmöglich, Dinge anders zu machen. Und wenn man beginnt, sie anders zu machen, macht das wahnsinnig Spaß. Und der Betreffende, Heini Staudinger, der sagt ja zum Beispiel, das ist eine ganz einfache Sache, wenn ich ein Unternehmen führe, was das einzige Ziel hat, am Ende mehr Geld zu haben, als man vorher gehabt hat, ja, nach einem Wirtschaftsjahr oder sonst was, dann treffe ich jede einzelne Entscheidung im Unternehmen vor diesem Hintergrund, dieses Zieles. Wenn ich aber dieses Ziel überhaupt nicht habe, sondern ich daran interessiert bin, dass das Gemeinwohl in meiner Region verbessert wird, dann ist jede Unternehmensentscheidung daran orientiert, wie ich das Gemeinwohl verbessere. Das heißt, der ganze Laden wird ein anderer, ganz automatisch. Und auch das ist ja etwas, wo man sagen würde, ja, das ist ja auch nur eine Überlegung. Ja? Das ist ja wieder was ganz Kleines. Aber das stimmt auch nicht, weil das ist jetzt soziologisch gesprochen, wäre diese Entscheidung, geht es mir um Geld oder geht es mir um Gemeinwohl, die unabhängige Variable. Und alle abhängigen Variablen innerhalb des Unternehmens sind dann daran orientiert, was die unabhängige Variable ist. Und damit kann man plötzlich alles verändern. Das ist cool. Es ist cool, aber jetzt sind wir hier auf der Buchmesse und wenn ich daran denke, dann droht ja das Buch aber doch auch in diesen in diese Sache zu verfallen. Wir kriegen ja den zweiten E-Reader von Tolino präsentiert, Amazon präsentiert ein neues Gerät, also Bücher lesen gerät plötzlich auch in diesen Gerätewahnsinn, man muss das Neueste und das Beste haben, deswegen die Anknüpfung an den Ort, an den wir sind, so ganz spontan gefragt. Sehen Sie Dinge, Anknüpfungspunkte? Bis dahin zur Frage, müssen so viele Leute hier auf die Messe nach Frankfurt reisen? Man kann ja Bücher auch wirklich zu Hause lesen, bequem lesen, auf Papier lesen. Ja, das ist halt eine Messe. Ja, Messen haben ihre Logik, die funktionieren ebenso. Ja? Und dann ist es natürlich bei Büchern, die sind bei mir natürlich positiv besetzt. Insofern finde ich es ja schön, auch wenn man denkt, oh mein Gott, ja, was ist das für eine Massenproduktion? Und natürlich ist wie bei jeder Massenproduktion auch viel Schrott dabei und sonst was und viel Bohai oder so. Dinge, die überflüssig sind. Aber ich meine, die Kulturstufe des Lesens ist ja eine, die ist ja überhaupt nicht abgeschafft und die wird auch durch E-Books und E-Reader nicht abgeschafft, sondern im Gegenteil vielleicht sogar noch erweitert. Und ich finde das ja ein interessantes Phänomen, dass trotz aller pädagogisch besorgten Statements, die Leute lesen nicht mehr und die Leute verblöden, heutzutage mehr gelesen wird in Deutschland als jemals zuvor. Und das ist ja was ganz Interessantes, dass sich auch das Gedruckte nach wie vor noch hält. Ja? Das ist ja, der Branche geht es ja nicht schlecht. Das ist ja interessant. Das ist ja schon mehrfach totgesagt worden. Und so wie es das Bier trotz Internet und diversen Online-Kulturen immer noch an der Theke gibt und man es trinken muss, so ähnlich ist das mit dem Buch auch. Ja, aber es gerät in diesen Strudel, den Sie ja auch beschreiben, dass es eben auch plötzlich eine Gerätefrage ist, dass einem etwas suggeriert wird. Man bräuchte jetzt Dinge, die man eben vorher, das ist ja auch ein Punkt, den Sie im ersten Teil zumindest beschreiben. Ja klar, ich selber würde mir das auch nicht, also ich lese Bücher auf Papier, ich lese auch Texte in der Regel so, aber natürlich gibt es diese neuen Teile in diesen Infrastrukturen und dann werden sie, wenn sie gut vermarktet sind, werden sie von den Leuten auch genommen und die denken, das ist unheimlich praktisch, aber das hat ja alles auch immer seine eigene Dialektik, also die Verwunderung dann darüber, dass diese Dinger, die man dort liest und auf seinem E-Book-Reader hat, einem gar nicht gehören, dass die einem auch wieder weggenommen werden können, während zu Hause an den Bücherschrank geht ja nun eigentlich keiner und räumt die mal aus, wenn man irgendwie einen Vertrag gekündigt hat oder sowas. Das sind ja so Sachen, da lernen Menschen ja auch was, sozusagen, dass das so toll diese Welt dann auch nicht ist.
Wohin können sich diese Menschen wenden, die jetzt noch weit interessiert sind? Sie haben ja gesagt, es müssen Bewegungen entstehen. Sie haben von der Stiftung gesprochen. Gibt es Dinge, gibt es schon Treffen? Gibt es etwas, wo Sie auch sagen, da finden sich die Leute zusammen, die vielleicht Ihr Buch jetzt gelesen haben und die Beispiele im zweiten Teil da auch ein bisschen gut finden und einfach was machen wollen? Ja, da gibt es ja ganz, ganz viel. Also wir selber als Stiftung Futur 2 bezeichnen uns ja eigentlich als Promotion-Agentur für eine soziale Bewegung, die noch nicht weiß, dass sie existiert. Und diese soziale Bewegung existiert aber sehr verstreut. Ja, sie haben Energiegenossenschaften, Bürgergenossenschaften, Gemeinschaftsgärten, studentische Projekte, wo die Ringvorlesungen organisieren, weil sie mit dem Studienangebot nicht zufrieden sind. Es gibt auch von Studenten gegründeten Netzwerk Wachstumswende, wo man sich überlegt, wie kommen wir eigentlich aus dem Wachstumszwang raus. Es gibt unglaublich viel. Und wenn man bei Futur 2 auf die Seite geht, da sind wir auch wieder bei Internet und online und so weiter, aber da findet man sehr, sehr viele solche ganz konkreten Projekte oder auch Personen, die interessante Sachen machen, und über den Weg kommt man weiter. Und ansonsten wissen wir einfach, also ich könnte im Grunde genommen jede Woche auf irgend so ein Treffen gehen, egal ob das jetzt von Wachstumskritikern organisiert ist oder von Leuten, die sich über Transformation von Gesellschaft Gedanken machen oder ATTAC oder was auch immer. Also es gibt sehr viele Pflanzen, die im Moment so wachsen, und es ist überhaupt nicht schwer, sich irgendwo mit einzuklinken. Was ist die größte Motivation für einen, da mitzumachen? Na, ich finde, bei mir ist es eigentlich so, und so formuliere ich es in dem Buch ja auch, dass ich eigentlich irgendwann begonnen habe, mich selber wieder ernst zu nehmen, weil ich fühle mich gewissermaßen unter Wert genommen, wenn ich jeden Scheiß mitmache, der mir von einer hervorragenden Marketingwirtschaft irgendwie aufgedrückt wird. Und sich selber ernst nehmen bedeutet, selber auch wieder ein Unterscheidungsvermögen dafür zu entwickeln, was brauche ich eigentlich, was will ich eigentlich, und in einem weiteren Sinne eigentlich auch, wie möchte ich eigentlich leben und welche Art von Gesellschaft würde dazugehören für meine Vorstellung von einem guten Leben. So, und wenn man so denkt, dann folgt aus diesem sich selber ernst nehmen auch ein gesellschaftlicher und auch ein politischer Anspruch. Dann mit den Handlungsspielräumen, die man hat, und die haben wir in einer so reichen, offenen Gesellschaft, wie wir sie haben, hat jeder Handlungsspielräume, und die kann man doch nutzen, ja, um wirklich sich aus den eigenen Möglichkeiten das zu machen, was in ihnen drinsteckt. Ja? Und der große Witz, vielleicht kann man das auch nochmal hervorheben, besteht ja wirklich darin, dass die Leute, die das machen, sich selber wohler fühlen als diejenigen, die gewissermaßen immer unter dem eingeredeten Zwang stehen, man kann ja nichts machen. Psychologen nennen das die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Menschen finden es unheimlich gut, wirksam sein zu können. Und die Erfahrung, wirksam sein zu können, ist eine extrem positive. Das heißt, wenn man mal anfängt und die Erfahrung macht, ich kann ja tatsächlich was verändern, dann ist das so eine positive Erfahrung, dass man gleich das nächste auch noch verändern möchte. Das heißt, man geht auf einen ganz anderen Track, man nimmt einen ganz anderen Pfad, während wenn man den ersten Schritt nicht macht, bleibt alles so, wie es ist, und man ist eigentlich primär schlecht gelaunt, während man auf dem anderen Pfad doch tendenziell eher besser gelaunt ist. Also dann kann man einen ersten Schritt machen, wenn man noch mehr Anregungen haben möchte mit Selbstdenken, diese Anleitung zum Widerstand, wo sie, und da muss der Leser durch, den erstmal beschimpfen, aber dann konkret werden und auch im persönlichen Umfeld durchaus selbstkritisch berichten, dass man manchmal überlegen muss, ob man den Thunfisch beim Buffet isst oder nicht. Harald Welzer, ich danke recht herzlich. Sehr gerne.